Dass Mercedes bei der Entwicklung des Supersportwagens SLS AMG alles richtig gemacht hat, steht außer Frage. Dass der logische nächste Schritt auf die Rennstrecke führen musste, das war allen Beteiligten früh klar. Zunächst konnte der Stuttgarter in der Formel 1 zeigen, dass er ein echter Sportwagen ist. Die Königsklasse Motorsport vertraute auf den SLS AMG recht früh als Safety Car. In der Zwischenzeit wurde eine Sportversion für den Renneinsatz nach dem weltweit gültigen GT3-Reglement auf Kiel gelegt. Auch hier bewies Mercedes ein glückliches Händchen. Rennserien, in denen GT3-Rennwagen antreten können, boomen, obwohl diese Autos nicht gerade ein Schnäppchen für Hobbypiloten sind. Doch immer mehr Hersteller bieten Autos an, die nach GT3-Vorgaben gebaut wurden. Das Angebot an konkurrenzfähigen Autos war bereits vor dem SLS AMG groß. Doch viele Teams wollten mit dem legendären Flügeltürer in den Kampf einsteigen. Deshalb verkaufte die neu gegründete Kundensportabteilung in den vergangenen Monaten reichlich Autos an solvente Rennteams im In- und Ausland. GT3-Autos sind verglichen mit meinetwegen DTM-Boliden recht seriennah. Trotzdem unterscheidet sich der Renn-SLS von seinem straßenzugelassenen Bruder. Leichtbau ist oberste Pflicht. Alles, was nicht zum Rennfahren nötig ist oder vom Reglement vorgeschrieben, hat keinen Platz mehr im SLS. Dazu gehören etliche Komfortfeatures und auch die Scheiben aus Glas. Stattdessen sind leichtere und unzerbrechliche Polycarbonatfenster montiert. Ein Schalensitz ist nicht nur leichter als das komfortable Seriengestühl, er gibt zusätzlich auch mehr Seitenhalt. Die Instrumente weichen einem zentralen Display, das alle wichtigen Daten auf Knopfdruck liefert. Das Reglement fordert zwingend einen Überrollkäfig, der zwar einige Kilo wiegt, dafür aber zusätzliche Steifigkeit in die Alukarosse bringt. In Deutschland vertrauen bei der ADAC GT Masters Rennserie bereits einige Teams auf den SLS AMG GT3. Dazu lässt der bullige V8 die Nürburgring-Nordschleife bei der Langstreckenmeisterschaft erzittern. In diesem Jahr wird erstmals in der 39-jährigen Geschichte des legendären 24-Stunden-Rennens in der Eifel ein Mercedes um den Gesamtsieg kämpfen können. Insgesamt 7 Kundenteams werden einen Stuttgarter Flügeltürer für die Jagd in der grünen Hölle an den Start bringen.